Entwürfe des isländischen Designers Gudmundur Jörundsson. Seine Schau in Reykjavik ist eine Mischung aus Science-Fiction und nordischer Mystik. Allzu viel Rücksicht auf Konventionen muss er nicht nehmen. Die Modebranche ist noch jung in Island. Jörundsson ist mit 28 Jahren einer der ersten Senkrechtstarter. Es ist inspirierend, hier zu leben, denn es ist wirklich exotisch. Ich sehe es als Vorteil, Isländer und damit auch eine Art Exot zu sein. In Reykjavik, Islands Hauptstadt, trägt diese inspirierende Kraft immer mehr Früchte. Design March heißt das alljährliche Festival, bei dem 350 lokale Designer ihre Produkte zeigen. Rund 30.000 Besucher sind dabei, das sind rund 10% der Bevölkerung. Den ersten Design March gab es 2009, ausgerechnet ein Jahr, nachdem Island im Zuge der globalen Finanzkrise vor dem Bankrott stand. Trotzdem konnte sich die vom Iceland Design Center organisierte Veranstaltung etablieren. Heute gilt die Krise als Geburtsstunde der nationalen Kreativwirtschaft. Die Krise hat die Designszene dahingehend beeinflusst, dass sich viele Banker und andere Leute, die in Bereichen gearbeitet haben, die nach der Krise am Boden lagen, umorientieren mussten. Sie haben einen Neustart in kreativen Bereichen gewagt. Gudmundur Jörundsson ist in diesem Geist aufgewachsen. 2012 gründete er sein Label Jör. Die Mode ist geprägt von klassischen Herrenschnitten. Er setzt auf eine internationale Käuferschicht, aber auch immer mehr Isländer schätzen heimisches Design. Die Krise hat die Einstellungen der Menschen hier grundlegend verändert. Sie kaufen zwar weniger, dafür aber hochwertigere Dinge, die ruhig etwas mehr kosten dürfen. Davon profitieren auch wir Designer hier. Das gilt auch für Vic Prionstotir. Die Entwürfe der Designerinnen hinter dem Label verkaufen sich bis nach Japan. Für die Neuinterpretation einer klassischen Fischermütze bekamen sie 2014 den Isländischen Design Award. Als Inspirationsquelle dient die lokale Mystik und Sagenwelt. Etwa bei diesem Poncho im Rabenlook. Oder bei diesem Freizeit-Overall im Stil eines Fabelwesens. Design hat bei uns keine lange Tradition. Geschichten erzählen und Literatur allerdings schon. Die bilden sozusagen den gestalterischen Hintergrund unserer Produkte. Ganz einfach, indem wir die alten Geschichten in Design umgesetzt haben. Gefertigt werden ihre Stücke in einer Strickwarenfabrik in Reykjavik. Und zwar aus 100% isländischer Wolle. Die Wollindustrie hier lag noch vor wenigen Jahren am Boden. Seitdem junge Designer es wieder für sich entdeckt haben, erlebt das traditionsreiche Material ein Revival. Isländische Wolle ist ein sehr bedeutendes Material. In diesem Klima hier ist es wichtig, gute Kleidung zu haben. Ohne die Wolle hätten die Isländer nicht überlebt. Darum ist es für unsere Kultur ein überaus wichtiges Material. Auch dem lange vor sich hin schlummernden Hafenbezirk Reykjaviks hat der Designboom mehr Leben eingehaucht. In ehemals leerstehenden Lagerhallen haben Kreative ihre Ateliers eröffnet. In der Nähe liegt auch das Studio der Schmuckdesigner von Ori Finn. Vor wenigen Monaten sind sie in diese ehemalige Lederwerkstatt gezogen. Für ihre Stücke lassen sie sich von alten Werkzeugen und den Insignien der traditionellen Seefahrt inspirieren, zum Beispiel dem Anker. Der Anker hat für die Isländer eine große Bedeutung. Er erinnert uns an unsere Wurzeln. Wir sind alle mit dem Ozean verbunden. Schließlich leben wir auf einer Insel. Der Anker symbolisiert unser kulturelles Erbe. Schließlich sind wir alle die Nachfahren von Fischern und Seeleuten. Lokale Flora und Mystik. Davon ließ sich auch Hildur Jeoman inspirieren. 2015 ausgezeichnet als isländische Designerin des Jahres. Das kulturelle Erbe ist bei den Isländern einfach groß in Mode.